Willkommen, CryptoFam, zum Airdrop vom Meme Network. Ich war gerade auf Twitter unterwegs und habe hier diesen Airdrop gefunden. Hier sehen wir, dass das Meme Network nur 6 Tweets hat und nur 19 Follower. Wenn wir hier die paar Tweets runterscrollen, sehen wir, dass der erste Tweet vor 2 Tagen war. Und wir jetzt hier einen Airdrop haben. Der Snapshot wurde am 2. April für die Atom Staker gemacht und am 1. April für die Osmo Staker. Hier sehen wir, dass wir ein Minimum von 5 brauchen. Da bin ich dann jetzt nur qualifiziert für den Atom Airdrop. Und genau, wenn ihr hier ein bisschen hochscrollt, seht ihr auch, beziehungsweise genau, hier hochscrollt, seht ihr, dass wir bis zu 400 APY als Staking Reward bekommen können. Und genau, wie gesagt, ich weiß noch nichts über das Projekt. Sieht aus wie ein Meme-Projekt, steht ja auch im Namen. Ich werde es einfach mal staken. Könnt ihr auch machen, da wir hier gerade erst am Anfang sind. Genau. Was wir dann machen, wir gehen hier auf die wallet.meme.sx-Webseite, drücken auf Connect und sehen dann hier unsere Adresse. Wenn ihr das erste Mal macht, dann müsst ihr nochmal die Chain approven. Und genau, ich sehe jetzt hier, ich habe 265,9 Tokens. Die kann ich dann jetzt auch direkt zum Staken tun. Und genau, wähle ich mir hier zum Beispiel mal den Habibis Validator aus und gebe hier mal 100 Tokens ein, drücke auf Stake. Dann öffnet sich hier das Kepler Wallet. Wir lassen das Ganze einmal laden. Sehen auch hier die null Gebühren. Nehmen wir trotzdem mal hier die Low, drücken auf Approve und dann ist die Transaktion gefällt. Ich zeige euch nochmal warum. Und zwar wählt ihr hier nochmal irgendein Validator aus, gebt hier die 100 ein, drückt auf Stake und bleibt hier bei Average. Und dann schauen wir mal, ob es da funktioniert. Sollte jetzt funktionieren. Genau, also macht es mit Average. Ich persönlich probiere es so oder so jedoch immer bei Low aus, da lieber sparen als nicht sparen. Ne? Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt hier unsere 100 gestaked. Wir können auch hier mal aufs Kepler Wallet gehen und sehen die dann auch hier drin. Dann scrollen wir runter. Genau, jetzt sehen wir hier unsere Meme Coins, 100 gestaked und 165 so. Ich werde wahrscheinlich die anderen jetzt noch auch staken. Genau, hier könnt ihr auch andelegieren und redelegaten. Hier seht ihr eure Staked Validators. Das sollte es alles gewesen sein. Unter Proposals gibt es noch nichts. Ich wollte es euch nur zeigen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Haut rein.